Ja, hallo Freunde, willkommen im Abenteuerland. Ich habe euch ja schon verschiedene Ferngläser von Leica, Zeiss, Steiner vorgestellt und von der Einsteigerklasse über die Mittelklasse. Ja, und jetzt heute in dem Video werfen wir mal einen Blick auf die Profi League und schauen uns hier mal das Swarovski EL 85x42 an, aus der dritten Generation. Ja, und das habe ich mal für euch getestet und mir genauer angeschaut und das stelle ich jetzt euch mal vor. Ja, zuerst mal ein paar grundlegende Dinge zum Fernglas. Wichtig ist, ich muss wissen, für welchen Zweck ich das verwende. Das ist wie bei anderen, jedem anderen Gegenstand auch so. Ja, also was nützt der beste Sprungschanzenschieben, Langläufer, nichts. Ja. Und deshalb muss ich mir auch irgendwo klar werden, ja, wenn ich nicht zu viele Kompromisse machen möchte. Okay, für wo liegt mein Einsatzbereich? Ja, und da ist wichtig natürlich zum einen die Bildqualität, die ich haben möchte, ja, also hier, welche Ansprüche stelle ich an die Bildqualität, dann für einen Wanderer, für einen Bergjäger ist natürlich das Gewicht auch ein wichtiger Faktor, ja, und ganz entscheidend von der Optik her natürlich auch die Tageszeit, ja. Also benutze ich das Fernglas für Vogelbeobachtung nur tagsüber, ja. Oder benutze ich das auch in der Morgen- oder Abenddämmerung, ja. Oder brauche ich ein Fernglas für die Wildschweinjagd bei Nacht, ja. Das sind natürlich auch wichtige Faktoren, um die passende Optik auch auszuwählen. Ja, kommen wir als erstes nochmal zu der Bildqualität, ja. Je nachdem, wie gut die Qualität ist, habe ich eben unbegrenzten Nutzungsbereich. Ja, ich habe hier in dieser Klasse natürlich auch ein absolut brillantes Bild. Und was ein super Vorteil ist, viele der ganz teuren Gläser, ja, die haben ein Okular, das kann ich rausdrehen bis 15 mm. Der Abstand reicht aber oft am Auge nicht aus. Ja, und hier hat Swarovski dann, und das finde ich echt super, weil ich auch Bekannte habe, die das benötigen. Ja, die kriegen eben diesen randfreien Blick durch das Glas, erst wenn sie das Okular auf 20 mm rausdrehen. Und das ist hier eben Serie und das ist wirklich top. Das wird auch überall gelobt. Hier zeige ich euch die Okulare nochmal. Ja, die sind also ein echtes Highlight. Erstens hier nicht Plastik, sondern Gummi armiert. Und dann kann ich die eben hier bis auf 20 mm rausdrehen und die 15 mm, ja, die je nachdem wie Auge, bieten die noch nicht den optimalen Durchblick. Ja, sondern das kann ich hier dann bis auf 20 mm rausdrehen. Und für Brillenträger ist das dann auch ganz versenkbar. Also das ist eine super Sache und das kann ich euch auch gleich zeigen. Ich kann die Dinger abschrauben, ja, und kann dann hier ganz leicht die Linse reinigen, wenn da Dreck reingekommen ist. Ja, komme ich da an die Bauteile ran, was hier ja, wenn man das nicht abmontieren kann, immer relativ schwierig ist. Und das Highlight natürlich bei diesem Glas, das ist hier auch druckwassergeschützt bis 4 Meter. Das heißt, ich kann da, wenn ich das weggedreht habe, hier auch das Glas unterm Wasserhahn ausspülen und hier sauber machen. Ja. Dann ist auch wichtig, hier, was kommt auf meinem Auge an bei so einem Glas. Ja, das ist die sogenannte Austrittspupille. Und da ist es auch wichtig, ja, zu schauen, also hier im Alter, ja, ist es gut, wenn man größere Austrittspupille hat, ja, weil man eh schon schlechter sieht. Und hier ist es natürlich auch so, deshalb auch überlegen, welches Glas brauche ich. Das 8x32 zum Beispiel hat eine Austrittspupille von 4 mm. Und hier das 85x42 hat eine Austrittspupille von 4,9. Das heißt, das bringt mir fast einen Millimeter mehr. Ja, das ist natürlich top.
Den Dioptrienausgleich haben wir hier über das Mittelrad. Das kann man auch hier sperren und entsperren. Und da kann man dann hier das Fernglas genau auf sein Auge einstellen und das auch speichern. Ja, wenn ich die Sperre hier gelöst habe, ja, dann kann ich das hier rausziehen und dann kann ich hier ganz genau dann einstellen für mein Auge die Schärfe für das linke und rechte Auge getrennt. Das heißt, das eine stelle ich ein über das normale Rad, ja, und dann das andere Auge hier den Ausgleich über die Ding, dann kommt es wieder rein und dann wird es hier wieder gelockt, dann kann sich das auch nicht verstellen. Und ein weiteres Kriterium ist natürlich auch das Sehfeld, ja, das heißt, es wird angegeben, welchen Bildausschnitt sehe ich auf 100 Meter. Und da ist es auch so, zum Beispiel das hier 8x32 hat dann ein Sehfeld von 141 Meter. Und hier das, wo wir jetzt haben, das 5x42, das hat ein Sehfeld von 133 Meter. Das ist, ich sag mal, ein optimales Sehfeld, ja, wenn man jetzt auch hier Dinge schneller aufnehmen möchte, im Bild Objekte schneller aufnehmen möchte, auch im Wald. Ja, eine weitere wichtige Kriterium ist natürlich hier das Gewicht. Was schleppe ich hier unter Umständen den ganzen Tag mit mir rum und was schleppe ich meinetwegen auf 3000 Meter bei der Gamsjagd mit? Was das Gewicht anbelangt, ja, da sind wir hier sehr gut aufgestellt, aber auch da muss ich eben mir die anderen Optionen auch anschauen. Das 8x32 von Swarovski wiegt 600 Gramm, also easy, super Leichtgewicht, ja, und die quasi Objektiv mit 32 mm, ja, das bringt natürlich nicht so viel nicht, das ist aber ein Tagsüberglas, ja, in der Dämmerung schwächelt es dann etwas, ja, aber wenn ich jetzt weiß, ich nehme das Fernglas nur tagsüber, ja, dann habe ich ja die gleiche Vergrößerung und dann kann ich mir hier mit 600 Gramm natürlich an Gewicht sparen, weil das 8x42, ja, mit dem komme ich eben auch in der Morgendämmerung, in der Abenddämmerung aus. Wichtig auch für Jäger natürlich. Ja. Da liege ich 200 Gramm höher, da bin ich bei 800 Gramm. Und jetzt zum Beispiel ein Ornithologe, einer, der jetzt eher kleine Tiere beobachtet, Vögel etc., der greift ja auch vielleicht auf die zehnfache Vergrößerung zurück. Aber dann liegt er schon bei 1000 Gramm. Ja. Und das sind natürlich schon wichtige Kriterien, wenn ich hier meine Ausrüstung mit mir schleppe. 600 Gramm zum leichtesten Variante, ja, wo ich eben Kompromisse mache, an die Lichtstärke oder dann die größte Vergrößerung liegen, immerhin 400 Gramm dazwischen. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja, für Bergjäger ein wichtiges Kriterium. Ja, und entscheidend sind natürlich auch die Lichtverhältnisse, das heißt, zu welcher Tages-Nachtzeit verwende ich das Glas. Ja. Da ist entscheidend quasi die Dämmerungszahl, die angegeben wird beim Glas. Ja. Und da ist es so, dass jetzt zum Beispiel hier das 32er, 8x32, ja, das hat eine Dämmerungszahl rechnerisch von 16. Ja. Und das 8x42 hat dann schon eine höhere Dämmerungszahl von 18,9, also fast 19. Das heißt, hier kann ich auch nach Sonnenuntergang, vor Sonnenaufgang in der Dämmerung eben schon super mitschauen. Ja. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, ja, wenn man dann sich ausgesucht hat, ja, welche Vergrößerung will ich, ja, für welches Gewicht entscheide ich mich, ja, was ist hier für mich da das Richtige. Ja. So ein Glas in der Preisklasse, das muss natürlich bei jeder Witterung einsetzbar sein. Und hier bei dem Glas, da brauche ich auch keine Tasche. Ja. Das ist bei mir bei Wind und Wetter dabei, bei strömendem Regen, Wolkenbruch, mit seinen 4 Metern Druckwasser geschützt. Ja. Da passiert das Ding einfach, dem passiert nichts. Ja. Und alle Teile sind gummiarmiert, also nicht irgendwelches Plastik, sondern echtes
Gummi. Ja, das hat auch den Vorteil, dass es, wenn man irgendwo anstößt, sehr geräuscharm ist. Ja, ich kann die auch entfernen, ja, wenn ich die nicht dran haben möchte. Und die Handhabung ist natürlich hier auch für den Daumen extra noch Auflage. Also das liegt in der Hand wie ein Handschuh. Ich kenne kein besseres Glas, das besser in der Hand liegt als das Swarovski. Das ist von der ganzen Linienführung, ja, einfach ein perfektes Glas. Ja, wie das passt wie ein Handschuh. Selbst stundenlanges Beobachten, ja, ist da völlig ermüdungsfrei möglich. Also das ist eine ganz tolle Sache. Ja, wie gesagt, stoßgeschützt, auch hier ist es armiert. Ja, und da hat man also keinerlei Probleme. Ja. Was ich ja schon gezeigt habe, hier die Okulare und so weiter, super leicht zu reinigen, ja, problemlos zu reinigen. Was man da beachten muss, zeige ich vielleicht nachher noch kurz. Druckwassergeschützt ist entscheidend hier, dass ich eben bei Wind und Wetter draußen sein kann. Ja, man hat ja auch mal, wird vom Gewitter überrascht, dann muss ich das nicht hier in den Rucksack packen, sondern kann einfach das auch weiter benutzen. Ja. Und ebenfalls wirklich super durchdacht, ja, hier in der dritten Generation, das ist letzten Endes auch das Tragesystem. Einmal wird hier der Gurt quasi nur eingeklickt, ich musste nicht mehr da umständlich irgendwo durchziehen, ja, sondern hier in Sekunden einfach hier den Knopf drücken, gegen mit dem Uhrzeigersinn aus einhängen, ja, und schon kann ich hier auch den Riemen in Sekunden entfernen. Ja, und das Tollste, was mir besonders gut gefällt, ich kann hier über das Rad kann ich öffnen oder schließen, ja, und dann kann ich die Höhe des Fernglases verstellen, also die Gurtlänge, ja, und das ist ein absolut top Thema. Wenn ich zum Beispiel irgendwo laufen, Hochsitz besteige, dann klatscht es immer gegen die Leiter. Klick, klick, drehen, Fernglas hochziehen und hier, das stört nicht mehr und wackelt auch nicht mehr hin und her beim Tragen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz super Feature. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Hochsitz besteige, dann schlägt es mir hier immer an die Leiter, dann mache ich hier einfach auf und ziehe das Glas hier nach oben, mache hier den Verschluss wieder zu und kann hier den Hochsitz besteigen, ohne dass das Glas mir irgendwo anschlägt, ja, oder auch beim Laufen, ja, hier nicht rumschlendert. Ja. Ich kann das mir eben, ohne dass ich da hier langwierig an einem Gurt rumfummeln muss, ja, immer in die richtige Position bringen, und das ist ein super Feature, das die da sich einfallen haben lassen. Ja. Also das ist top. Ja, mit dem Lieferumfang, ich schaue hier noch gepolsterte, sehr ansprechende und stabile Tasche, ja, wo man es zu Hause aufbewahren kann. Wie gesagt, unterwegs brauche ich es eigentlich nicht, ja, weil das Glas an sich geschützt ist. Ja, und apropos geschützt, ja, hier zeige ich euch jetzt noch mal kurz, was man beachten muss, wenn man Fernglas reinigt. Eins der wichtigsten Dinge, die beachten muss, ja, ist, dass man nie zuerst gleich mit dem Mikrofasertuch da drauf geht. Ja, warum nicht? Weil da können feinste Staub- oder Sandpartikel drauf sein, und mit dem Mikrofasertuch zerkratze ich mir dann gleich die hochwertige Vergütung hier auf den Gläsern. Also das ist oft ein tödlicher Fehler, der gemacht wird. Da nützt da nichts, wenn man hier ein Spray dazu verwendet, ja, weil so ein Sandkorn, ja, das kann mir hier das teure Gerät schon letzten Endes wesentlich zerstören. Daher empfiehlt es sich, wenn man hier so ein hochwertiges Produkt kauft, was ja auch Geld kostet, ja, dass man sich hier so mal ein Minimum an Putzequipment zulegt. Ja. Das Wichtigste ist so ein Blasebalg oder ein Pinsel, mit dem entfernt man erstmal quasi die Staubkörner oder sonstige grobe Partikel. Ja, und hier kommt eben der Swarovski hier das super Okularfeature zum Tragen. Bei einem normalen Glas kann ich jetzt hier nur quasi reinigen die Fläche, kommen hier aber nicht in die Ränder rein, in denen sich ja letzten Endes auch Schmutz sammelt, und deshalb kann ich hier
es abschrauben. Ja, und dann sehe ich hier jetzt, da hat es auch Staubkörner drauf. Würde ich jetzt hier ein Mikrofasertuch nehmen, hätte ich schon die erste Kratzer drin. Deshalb das entweder wegpusten, dann kann ich nämlich auch hier in die Kanten pusten, mal Laub rausholen oder was sonst da so reinkommt. So, und dann habe ich jetzt die groben Partikel weg, ja, um auf Nummer sicher zu gehen, gehe ich dann noch hier mit dem Pinsel drüber, hole da das auch noch aus den Kanten oder ein bisschen festsitzernden Schmutz, ja, und jetzt letzten Endes, hier ist es jetzt gar nicht mehr nötig, weil das ist jetzt blitzblank, ja, aber jetzt kann ich auch dann quasi noch mit einem Reinigungstuch oder mit einer Reinigungsflüssigkeit drauf. Ja. Bei starker Verschmutzung, wie gesagt, kann ich das Ganze hier auch unter dem Wasserhahn ausspülen. Also das gibt 10 von 10 Punkte, da haben die sich echt was einfallen lassen. Ja. Also das ist super. Ja, und wie sieht mein Fazit aus? Ja, also das Glas ist sowohl in der Bildqualität, ja, wie gesagt, von der Morgendämmerung tagsüber bis in die Abenddämmerung, das Bild absolut brillant. Ja, also hier meine Augen sind ja jetzt nicht mehr so wie früher, aber mit dem Glas, ja, da ist das vielleicht besonders krass. Ja, ich habe hier das Gefühl, ich sehe hier wieder wie ein 20-Jähriger, also die Bildqualität, die ist wirklich enorm, ja, die hat einen echten Aha-Effekt, ja, die begeistert. Ja. Und vor allem, ich kann da auch wirklich hier beobachten, stundenlang, ohne dass mir die Augen ermüden. Ja. Also das ist eine ganz hervorragende Sache. Klar ist auch, wir liegen hier um die 2000 Euro. Ja. Das gibt es auch noch mit Entfernungsmesser, dann liegt man nochmal drüber. Aber hier, der Preis ist so, wenn man so viel Geld ausgibt, dann will man keine Kompromisse machen, ja, oder auch keine Kompromisse mehr eingehen. Da erwartet man einfach hier 10 von 10 Punkte, ja, und die kann man diesem Glas tatsächlich auch geben. Das ist von der Optik her absolut brillant, und aber auch das Handling ist wirklich absolut durchgereift, ja. Man findet eigentlich keine Schwachstelle bis in das Tragesystem. Also hier, ich sag mal, da ist wirklich alles durchdacht. Ja. Da waren irgendwo auch Praktiker am Werk. Ja. Das merkt man. Das macht Spaß, das Ding zu führen. Ja. Das ist also wirklich auch ganz hervorragend. Ja, und wichtig ist natürlich auch, ich sag mal so, sich ein Profiglas anzuschaffen, lohnt sich in meinen Augen immer. Ich habe für die Saujagd vor 30 Jahren so ein 8x56 von Zeiss gekauft. Ja. Das ist heute noch wie neu, das hat heute noch dieselbe Brillanz und Lichtstärke in der Nacht. Ja. Und obwohl ich damals mehr Geld ausgegeben habe, ja, hat sich das in den 30 Jahren mehr als amortisiert, ja, und das habe ich wahrscheinlich bis an mein jagdliches Ende. Ja. Und so ist es hier bei dem Swarovski auch. Die Qualität ist ein Fernglas fürs Leben, und da muss ich mir überlegen, wie bei vielen Dingen, ja, schaffe ich mir einmal was Gescheites an und habe da ein Leben lang Spaß dran, ja, oder kaufe ich mir was mit Kompromisse und denkt dann immer, ja, das wäre halt cool, oh, guck mal, der hat das, ja, das hätte ich auch nehmen sollen. Also das muss man überlegen, und man kann sich ja auf dem Gebrauchtmarkt umschauen, ja, wenn man so ein Glas bekommt, dann spielt es auch keine Rolle, ob das schon 5 Jahre alt ist oder nicht. Ja, vielleicht macht man ja da ein Schnäppchen. Ja. Also ich kann es euch echt empfehlen, an dem Glas, ja, habt ihr ein Leben lang Freude. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, der Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann gebt mir ein Like. Ja, vielen Dank, macht's gut und bleibt gesund. Euer Hans. Ciao.